Vampirella würde auch gehen, aber mit Pia drinnen. Oder einfach nur ganz stumpf Vampir. Ich bin krass. Ich bin so, 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 so krass. Okay, dann war hallo, ich bin jetzt da. Hey, ja. Und dann hat sie das mit dem oh, Namen. Oh, Team V. Ja, aber ich hab... aber es ist so ein guter Wortwitz. Ich war mit dem Wortwitz beschäftigt. Ja. Haben endlich wieder ein fucking Streamer-Projekt, bei dem ich auch mit dabei bin und nicht too late to the party. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Wir sind bei einem wundervollen V-Rising Streamer-Server, der diese Woche läuft, mit sehr vielen, sehr, sehr coolen Leuten. Und ich bin ultra excited und ich habe mega, mega Bock. Dankeschön, de Joshua Nathan, für die 6 Monate. Und Dankeschön, Jake Leiker, für die 22 Monate. Vielen lieben Dank. Generell, für alle, die sich fragen, okay, was hat das jetzt mit diesem Streamer-Server auf sich zu tun? Es sind 40 Leute, 40 Streamer auf einem Server. Und ich werde in dieser Woche zu ganz, ganz weirden Uhrzeiten streamen. Nämlich werde ich in dieser Woche zwischen 11 und 13 Uhr online sein. Mittags. Nicht nur. Also ich werde nicht nur zwischen 11 und 13 Uhr online sein. Wir werden auch in meiner gewöhnlichen Streamzeit spielen. Aber ich habe mich mit Maxim zusammengeschlossen und habe Maxim gefragt, ob er Bock hat, auf dem V-Rising-Server mit mir zusammen zu spielen. Und wir haben uns überlegt, wie wir das zeitlich hinbekommen, weil er halt immer vormittags streamt. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe diese Woche ein bisschen früher online, damit wir zusammen mit Maxim auf dem Server spielen können, weil ich da sehr viel Bock drauf habe und ich noch nie mit Maxim irgendwo gespielt habe und ich einfach sehr viel Bock auf Maxim habe in diesem Spiel. Was bedeutet, wir sehen uns zu sehr merkwürdigen Uhrzeiten. Nicht nur, weil ich werde nicht nur mit Maxim spielen, aber 11 bis 13 Uhr die Woche. Morgen geht's los. Also, wir spielen jetzt auch gleich, aber generell. Gibt es denn auch einen Streamplan? Er macht mich traurig. Es gibt einen Streamplan, ja. Es gibt einen Streamplan. Aber es ist momentan ein bisschen schwer, den festzuhalten, weil ich auf ein paar Antworten und Rückfragen warte. Und ich habe den deswegen nicht veröffentlicht, weil ich krank bin und mir nicht sicher war bis zu Schluss, ob ich heute online komme. Aber ich mache euch den Streamplan noch heute im Discord ready. Für alle, die sagen, sie können zwischen 11 Uhr und 13 Uhr nicht zuschauen, kein Problem. Der ganze V-Rising-Stream wird auch uncut auf YouTube kommen. Wir pausieren für eine begrenzte Zeit das Crusader Kings 3 Let's Play auf YouTube und werden stattdessen den V-Rising-Stream-Server uncut hochladen. Und ich werde aus dem gesamten Wochenprojekt noch ein Best-of-Video schneiden für den anderen YouTube-Channel, für die besten Momente, für alle, die keinen Bock haben, 40 Stunden Material nachzugucken. Ja. So. Wir sind vorbereitet. Hast du schon V Rising gespielt? Ja. Okay, ich habe hier viel zu viele leere Cola-Flaschen, die im Weg sind. So. Okay. Wir sind eine wunderschöne, sexy Vampirfrau, habe ich gehört. Wir... Wie wollen wir denn aussehen?
Das Projekt ist mal bis Sonntag geplant. Also ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann bleibt der Server länger erhalten und man kann auch länger drauf spielen, wenn man möchte. Aber das Hauptserverprojekt ist jetzt einfach mal so mit Deadline am Sonntag geplant, mit auch Abschlussevent am Sonntag um 18 Uhr. Und ich habe für mich jetzt einfach mal festgelegt, dass ich mal bis Sonntag da aktiv dabei sein werde. Und alles Weitere sehen wir dann, wie sich's entwickelt. Ey, das sind einfach so geile Hochsteckfrisuren in diesem Spiel. Ich finde halt diesen Barockstil finde ich halt so cool in diesem Spiel, dass du halt einerseits so richtig klassische Vampire hast, aber halt auch dieses Barockmäßige. Das finde ich halt mega, mega cool. Gibt es eine Übersicht aller Teams irgendwo? Soweit ich weiß, bis dato noch nicht, weil die noch nicht 100% feststehen, die ganzen Teams. Deswegen ist es bis jetzt noch sehr schwer. Und danke schön, Dunimark, für die 65 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde diese Barock-Sachen mega, mega cool. Ich möchte auch so ein Barock-Ding haben. Also wir brauchen auf jeden Fall keinen Bart. Haben wir noch irgendein Zubehör? Nee, eigentlich nicht. Brauchen wir auch nicht. So, und ich heiße... Okay, jetzt ist die Frage. Vampir? Shuyokella? Vampirella? Vampirella würde auch gehen, aber mit Pia drinnen. Oder einfach nur ganz stumpf Vampir. Ganz stumpf Vampir ist eigentlich... Also eigentlich, wenn ich die Möglichkeit für diesen ganz stumpfen Wortwitz habe, dann sollte ich diesen ganz stumpfen Wortwitz nutzen, oder? I guess. Stumpf ist Trumpf. Geil. Ach, wir sind doch süß. Okay, ich glaube, einer der Dinge, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier keine Sachen leake, einstellungstechnisch. Aber wir müssen beim Ton noch In-Game-Voice anmachen, glaube ich. Voice-Chat-Output, ja, das passt alles nicht. Master-Out, Voice-Chat-Input. Boah, ich weiß nicht, ob das... Oh Gott. Boah, ich weiß nicht, ob das mit dem Voice-Chat so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Oh Gott. Oh mein Gott, wie muss das denn... Was habe ich denn bei Steam immer für Einstellungen dabei, damit ich da jetzt einfach ganz schnell gucke? Oh Gott. Oh mein Gott. Wie war das denn? Oh nein. Ja, das wird schon gut gehen. Das wird schon gut gehen. Wie mache ich denn Voice-Chat überhaupt an? Push-to-Talk, mittlere Maustaste. Das ist nicht so gut, weil das tatsächlich ganz, das wird halt, die mittlere Maustaste ist für meinen Geschmack ein bisschen zu oft belegt, tatsächlich. Was möchte ich denn haben zum Sprechen? Was habe ich denn nirgendwo anders? Keypad 5. Schauen wir mal, ob er das macht. Rede ich jetzt in-game? Ich weiß nicht, ob man mich hört. Oh Gott, wir werden es rausfinden. Dankeschön, Kevin, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön.
Wir werden es rausfinden, auf jeden Fall. Ach, was wir auch noch machen müssen, einfach nur hier, um einmal sicher zu gehen, ob wir uns alle auch mit dem Regelwerk auseinandergesetzt haben. In welchem Team bin ich? Ich bin in Team... In welchem Team bin ich? Bin ich Team A oder Team B? Ich glaube, ich bin in Team A. Okay, das heißt, ich kann da nach links. Geil. Dankeschön, Kevin, für die 18 Monate und den Tier-2-Sub. Dankeschön, dankeschön. Team 4. Ja, eigentlich müssten wir Team 4 beantragen, ne? Und das geht halt so lange weiter, bis es irgendwann übel lange dauert, neue Sachen zu craften. Und dann geht halt so ein bisschen der Grind-Modus los. Hallo, yes. Hallo, man hört ja. Man mich. Hi, hi, hi. Hallo. Geil, es funktioniert. Nice. Geil. Ist nur den Ingame-Chat irgendwie lauter stellen. Wenn Leute mit mir reden, hört man das gar nicht im Spiel. Geht nicht, schade. Doch geht. Tja, schwierig. Ja. Ah, ich kann Pia mal einen Ticken leiser stellen. Ich bin genau richtig. Du bist genau richtig, aber ich habe dich halt auf 200% genau richtig gehabt, weißt du? Und das ist dann... Zu richtig? Ja. Okay, I see. Man muss das Tutorial nochmal machen, ne? Ja. Es ist ja... Also du hast die Anzeige oben, ne? Aber es ist ja basically kein großes Tutorial. Ja, alles gut. Einmal herstellen sollen, Knochenfarben. Okay. Gut, dann mute ich mich hier nochmal raus, während ich im Tutorialgebiet bin und nichts tun kann. Bis später. So. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war unser Teamvorschlag, war jetzt Team Spandau. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt Vlesk, Bart, Maxim und Kalle. Ich hatte tatsächlich einfach nur, ich hatte tatsächlich einfach Maxim angeschrieben und gefragt, ob er Bock hat und hatte halt Kalle im Hinterkopf. Und dann hat Bart vorgeschlagen, ob wir nicht einfach Team Spandau machen. Und ich war so, ja klar. Team Spandau, das klingt immer gut. Bei Team Spandau bin ich immer mit dabei. Man weiß genau, was man sagen muss, wenn man mich dabei haben möchte. Und ja, aber wir müssen jetzt eh erstmal das Tutorial schnell durchgrinden, damit wir dann überhaupt erst auf die Karte kommen. Die grundsätzliche Idee ist wohl, wir haben jetzt Team A und Team B. Das heißt, es sind die ganzen Streamer sind in zwei Teams geteilt und versuchen dann quasi so gegeneinander zu spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich gucke mal sicherheitshalber noch mal ins Regelwerk. Also, das Regelwerk. Dankeschön, Rektors, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Team A ist im Westen, Team B ist im Osten. Au. Warte mal. Ich muss erst diesen Kampf hier abschließen. So. Genau, wir haben quasi zwei Clans. Ja, 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 ja. Wir haben zwei Gebiete. Oh, es ist heiß. Gib mir eine Sekunde. Wir haben hier Sachen umgestellt. Ich glaube, nach jetzigem Stand haben wir PvP ist immer aktiv, erlaubt, erwünscht. Teleportieren mit Items ist deaktiviert. Und Bosse dürfen mit nur maximal 4 Personen gemacht werden. Und wir sollen keine Arschlöcher sein. Ich glaube, das ist so die Magic. Und hallo Loki. Erstmal hier die ganzen Knochen sammeln. Ah, perfekt. Wir haben unser... Wir können jetzt ein Knochenschwert herstellen. Boah, wie ging das nochmal? Herstellung, Knochenschwert. Genau so ging das. Weißt du, in welchem Team du bist? Ja, ja, ich bin in Team B. Ich bin in Team B und... bin da zusammen mit, also heute sind Bart und Vlesk dabei, morgen Maxim und Kalle ist, glaube ich, auch noch da, also in unserem kleineren Team. Und wir gehören zu Team B grundsätzlich und Team B besteht aus Fischi, Holla, Asmugel, Bart, Shigo, Crunchy, Dalukat, Divi, Items, Kalle, Knechtung, Mayo, Pavango, Mia, Jay, Vlesk, Balui, Maxim, Nefias und Smash Lunatic. Das ist unser Ding. Ach, das wäre der Konter gewesen, ne? Töte Feinde mit dem Knochenschwert. Ja, ja, wir arbeiten daran.
Ich bin richtig krass. Die Rate heben wir auch gleich auf. Perfekt, das haben wir beansprucht. Wir werden ganz schnell sein mit dem Quest. Mit dem Questen. Ein Knochenring, dafür haben wir nicht genug. Dafür war ich nicht gut genug. Und darauf, jawohl, Knochen haben wir weg. Aber jetzt müsste ich eigentlich, ja, den Knochenring herstellen können. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Ich habe vergessen, was der macht. So, nächste Quest fertig. Stelle einen Knochenschutz-Brustschutz her. Okay, wir brauchen einfach viel mehr Knochen. Wir laufen jetzt einfach mal ganz kurz durch, töten alles. Ich kann auch nebenbei mit dem Chat reden, also das bietet sich gut an. Das bietet sich ganz gut an. Hat denn jeder von euch eine eigene Burg oder baut ihr eine gemeinsame? Ich glaube, die Grundidee ist, dass also Team B und Team A schon zusammenhalten. Also, dass Team B so einen Hauptstützpunkt hat und Team A einen Hauptstützpunkt hat. Aber man im kleinen Sinne dann trotzdem noch auch für sich selber natürlich bauen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also, erstmal müssen wir jetzt eh das Tutorial fertig haben. Und wenn wir das Tutorial fertig haben, dann gucken wir weiter. Dankeschön, J-Lo, für die 20 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ah, das wird, glaube ich, ein richtig cooles Projekt werden. Ich habe richtig, richtig Bock. Das wird, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Sägeholz hier. Alter, ich bin halt schon richtig krass, ne? Der ist jetzt einfach geplatzt, weil ich mega, mega sick bin. Hä? Warum habe ich eine laute Bemeldung dafür bekommen, dass Holla live gegangen ist? Also ich finde das ja total toll, dass Holla live geht. Aber ich muss jetzt auch nicht, also ich muss jetzt auch keine laute Meldung dafür kriegen, dass sie live gegangen ist. Also ich meine, ist natürlich großartig. Freut mich, dass sie mit dem Auto gut angekommen ist. Tut mir leid, wie, also, ich wollte das da jetzt nicht irgendwie kleiner machen. Habt ihr das mitbekommen? Oh, das ist auch mega krass. Holla hat einfach heute aus dem Auto gestreamt. Ich fand's mega cool. Bevor sich jetzt die Leute aufregen und sagen, hä, wie, ja, voll, sie hat nicht auf den Chat geschaut. Sie hat sich mit Google Voice, Mann, ich will wirklich keine Meldungen haben. Chrome-Benachrichtigungseinstellungen. Wieso bekomme ich plötzlich Meldungen? Websites dürfen keine Benachrichtigungen senden. Warum senden sie dann trotzdem welche? Was ist denn mit Chrome? Hä? Ich hab's doch aktiviert, dass sie es nicht dürfen. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss diese Benachrichtigungen. Ich krieg für jeden, der live geht, gerade eine Benachrichtigung. Das ist ultra nervig. Ich verstehe es nicht. Warum? Mann, lass mich bitte ganz kurz in Ruhe. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Die respawnen hier halt die ganze Zeit, ne? Ich kann hier, glaube ich, auch gerade nirgendwo irgendwie in eine Ecke gehen, dass ich kurz meine Ruhe habe. Doch, das wird schon. Warum denn? Win, G. Ja, aber, also, es ist ja gemutet. Es ist in den also, es ist auch in den Einstellungen, ist es halt ausgemacht. Also, es steht drinnen, dass sie es nicht dürfen und sie machen es halt trotzdem. Offensichtlich gab es ein Windows-Update. Datenschutz und Sicherheit. Ich bekomme sie, ich habe
Chrome gerade nicht mehr offen gehabt. Ich habe so eine richtige Meldung einfach unten gerade bekommen. Ich glaube, es war eine Windows-Meldung über Chrome. Also ganz weird. Hatte ich auch noch nie. Tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So. Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt so bleibt, wie es ist. Knochenschutzhandschuhe soll ich herstellen. Ah, wir brauchen Tierdinger, ne? Mal gucken. Virus. Hä, das ist doch nicht, das heißt doch nicht gleich, dass das ein Virus ist. Oder? Das heißt doch nicht gleich, dass es ein Virus ist. Hoffe ich. So. Regelwerk. Ich muss. Ich bin Team B, ne? Wir hatten das schon. Ich bin Team A. Ich bin Team A. Also muss ich nach links. Da. Boah, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ja, wir werden schon rausfinden. Bin ich jetzt Team A oder bin ich Team B? Ich will nicht teleportieren, danke schön. Ich will... Boah, habe ich mich erschrocken. Nice. Erstmal was gegessen, das ist schon mal ganz gut. Das brauchen wir auch für unsere nächste Quest. Und Dankeschön, King Julian, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Hattest du nicht vorher Team B gesagt? Ich bin Team B und nicht Team A. Also ich möchte keine Vorwürfe machen, aber unter Umständen bin ich aus Versehen bei links gespawnt. Team A gespawnt. Kein Problem, kämpf dich durch. Kämpf dich durch. Du hast viel zu viel Vertrauen in mich. Doch, du machst das, ich beliebe. Viel schlimmer ist, dass ich nachgeguckt habe und falsch nachgeguckt habe. Das machst du, Bea. Wie kriegen das hin? Im Zweifel zaubern wir dich ab, sobald wir einen Kern gebaut haben. Alles gut. Ich koordiniere ganz kurz mit Dalu, weil der ist auch bei uns. Und Chris ingame, wie wir das Ganze machen. Und dann kommen wir zu dir. Nicht, der ist auch bei uns? Also du meinst auch Team B, oder? Ja, Dalu ist auch bei uns. Aber du kannst, glaube ich, auch. Guck mal, links ist ja so ein Vampir-Durchgangstor, ne? Wenn du kein Lüfer reitest, ist auch einfach rüber joinen und rüberspringen zu uns auf die rechte Seite. Ich kann auch einfach rüberspringen. Bei M hast du dieses grüne Tor. Wenn du... Nee, das kann ich nicht nutzen, weil ich Ressourcen trage. Genau, die Ressourcen müsstest du loswerden, aber damit könntest du rüberkommen. Ich bitte dich, ich verschenke doch keine Ressourcen. Dann halt nicht, Pia. Was? Also, dann, ja. Er hat uns gerade gesagt, wir sollen Ressourcen wegwerfen, Chat. Habt ihr das mitbekommen? Ja, also ich... Also so kriegen wir die Klimakrise nicht hin. Also ich habe eigentlich gesagt, du sollst sie liegen lassen. Nein, da ist Toro. Anderen, der greift mich an. Nein, da ist Toro. Greif mich nicht an. Geh weg. Nein. Ich bin gar nicht... Ich bin nicht hier. Gut, Pia, du machst es. Ich spreche nochmal kurz mit Dalu. Jawohl. Achso, und Holla. Holla, wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur Hallo Team B sagen. Hallo Holla, hi. Du bist auch Team B, ne? Yes. Hallo Team B. Warum ist er so leise bei mir? Das sagt jeder, ich weiß es nicht. Ich kann mein Mikrofon auch lauter stellen. Ich habe dich gerade schon lauter gedreht. Ja, ich glaube, ein bisschen lauter wird nicht schaden. Oh nein, ich bin irgendwie an der Grenze und ich komme schon besser auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich musste hier hat sich alles verstellt. Ich musste heute alles aufbauen auf der Bahn. Ich bin noch am Feintuning. Aber du klingst gut, es ist wirklich nur leise. Ja, okay. Nice. Immerhin. Ich habe vergessen, wie man aus dem Startgebiet rauskommt. Kann mir jemand helfen? Durch das Tor rennen. Genau. Tor. Okay. Muss ich dann alle meine Items wegwerfen? Nur die Ressourcen. Waffen und sowas kannst du alles behalten. Blutessenzen auch. Ich mute mich nochmal, geh nochmal ganz kurz in Game. Jawohl.
muss ich also wegwerfen. Ne, das ist ja dann nur getrennt. Wir sind im Osten, ne? Ne, im Westen. Ne, im Osten. Osten, ja. Wo sind wir? Im Osten. Du musst im Osten spawnen, also nicht da, wo ich gespawnt bin. Rechts. Ja, genau, rechts. Osten ist rechts, jawohl. Awesome. Okay. Ich hoffe jetzt einfach, dass... Ja, ich kann mich teleportieren. Oh, Gott sei Dank. Wir sind auf der guten Seite, da wo es Kekse gibt. Nice. Hi. Hi. Bist du das Pia? Ja. Nice. Du hast kein A in deinem Namen. Wieso sollte ich ein A in meinem Namen haben? Das ist, also Regelwerk sagt, Team A hat A im Namen und Team B hat B. Ich hab Vampia. Zählt das nicht als A? Kann ich mich noch umbenennen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Habe ich das übersehen? Im Regelwerk? Ist, möglich. Es wurde auch eben gerade nochmal gepinkt at everyone, dass ihr daran denkt, Anfangsbuchstaben des Teams vor den Namen zu schreiben. Also ich meine ja nur. Wo wurde das denn gepinkt? Ich sehe das gar nicht. Im General Chat. At everyone von Jen, 18:09. At everyone, ja, aber im General, ich habe die Regeln gelesen. Ich lese doch nicht den ganzen furchtbaren General Chat nach. Ja, aber da wurde at everyone gepinkt. Aber in dem Regeln steht es auch. Ja, also ich sehe gerade, ich bin nicht die Einzige, die es verkackt hat. Das ist richtig. Und es wird schon darüber geredet, den Server nochmal zu wipen. Ach, das ist ja großartig. Ja, ich hab halt einfach das Regelwerk überflogen, aber es, also... Server wipe, was? Ja, weil man nicht umbenennen kann. Ha. Ganz ehrlich, im Zweifelsfall ist es so. So, wenn ihr bei den Namen so ein bisschen verkackt habt, dann ist es, glaube ich, dann müssen wir uns halt merken, wer in welchem Team ist, so bei den ein, zwei freien. Hä, das steht, also Pia hat ja einen Armnamen. Ja, aber ich bin Team B. Also Pia ist ja Team B. Oh. Stimmt, wir sind. Warte, was ist mein Name? B. Holler, bei dir passt. B-Holler. Okay, cool. Ja. Ich hatte schon Angst, dass ich A. Holler geschrieben habe. Nee, bei dir passt. Ich hab's einfach verkackt, leider. Ah, alles gut. Warte, ich muss kurz sagen, dass du dachtest, ich bin einfach an normalen Mobs gestorben. Ja. Macht mich ein bisschen traurig. Die waren ja, komplett overlevelt. Da hättest du vielleicht nie reinlaufen müssen. Ja, gut. Das, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber ist ja nicht schlimm. Wir kriegen uns sonst dafür wieder. Ich kann auch nicht meinen Charakter löschen und neu starten, oder? Ich glaube nicht tatsächlich. Vex, du hast auch verkackt, ne? Wobei? Alles schon verkackt, Vex. Du hast auch verkackt, oder? Schön. Sind alle Totenkopf-Level. Huh? Du hast dich direkt richtig genannt. Wow, what the hell. Damn, Bex. Damn. Also, irgendjemand hatte hier auch verkackt, das weiß ich. Aber ich weiß nicht wer. Ich hab nur Bex in Hörreichweite. Ich denke trotzdem, also in-game gibt es ja auch ein ganz gutes System, was so Farben von Clans und so angeht. Dann merken die Leute halt im Zweifelsfall, okay, Pia hat unsere Farbe und dann... sieht man das auch wieder. Also es ist klar, es ist jetzt nicht so gigageil, ne, aber das wird schon... Wird schon aber hier ist Engelbert. Engelbert ist auch... Ist sie tot? Weiß ich nicht. Nee, sie schläft. Ist Engelbert ein ist das ein NPC? Nee, oder? Aber Engelbert hat auch keinen Buchstaben drin. Das war's nicht. Also ich möchte an der Stelle jetzt keine Kritik zu diesem Server äußern, aber man hätte das auch ein bisschen herausheben können im Regelwerk. Ich habe in einem Satz mich gerade angeschrieben. Dankeschön, Lukas, für die 67 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Okay, das ist ein großes Biber-Butze-Butzemann. Ich brauche halt eigentlich einfach noch mehr Knochen gerade. Gib mir Tiere zum Töten, bitte. Gib mir Tiere zum Töten.
Wow. Ja, dann müssen wir uns einfach merken, wer wo ist. Das kriegen wir auch hin. Ach, das ist jetzt schon ein Banditencamp. Für ein Banditencamp fühle ich mich eigentlich noch nicht wohl genug. Ich suche eigentlich immer noch nach Wölfen. Nach Wölfen und Hirschen. Und die Sonne geht auf. Da vorne wird gehackt. Ja, das wird schon klappen. Ja, vielleicht mache ich das einfach anders. Ich werde vielleicht einfach... Gruppe. Ciao, Holla, mach's gut. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, geil, es funktioniert. Oh, du hast das gleiche wie Mario und ich gemacht. Du hast dich auch falsch benannt. Juhu. Ja. Mehr als Leute. Ja, ich hab's nicht gerafft. Hier, habt ihr schon einen Clan? Ich bin, glaube ich, in Team Spandau. Mal gucken, ob du bei uns bist. Wenn nicht, bist du nämlich bei denen. Du kannst gerne, also mich störst du nicht bei uns. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss nur den Ingame-Song. Also nicht eingeplant, Holla. Also dann musst du, kannst du bei denen zu Hause sein. Das ist fein. Dann habe ich dich jetzt erfolgreich ausgesetzt. Viel Spaß, wiedersehen. Ja, aber wo ist denn Dalu? Heiß, 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 heiß. Achso, Dalu. Dalu müsste, glaube ich, auch bei euch sein. Ich glaube, wir waren nämlich voll. Achso, okay. Ja, wie viele können denn sein pro Clan? 10 Leute können in meinen einen Clan. 10. Also wir sind jetzt Bart, Vlesk, Kalle, Maxim, Pia. Wir haben noch 5 Platz. Ja. Kannst du mich einladen? Nee, ich bin da noch nicht drin. Achso. Nur in der Theorie. Okay. Tschüss. Ja, gut. Ja, sonst entmute dich einfach im Discord und frag Bart am besten, weil ich glaube, der hat's aufgemacht. Ja, aber wenn du auch noch nicht drin bist, dann geht das geht doch nicht über so bei der Entfernung, oder? Ja, nee, aber dann triff dich mit ihm zusammen, oder? Oder, also, wir ja, können... Ja, keinen Stress, so. Jawohl. So. Ach, da war noch ein Dings da drinnen versteckt. Das hatte ich gar nicht gesehen. Das ist alles nicht das, was ich brauche. Ich brauche halt echt dringend Rehe. Was haben wir da drüben? Ach, Wald. Wald klingt nach Tieren. Wald klingt auf jeden Fall nach Tieren. Das sieht nicht aus, als würde ich da hochkommen. Wieso bekomme ich Meldungen, obwohl mir Google keine Meldungen machen darf? Kann mir das irgendjemand erklären, warum er das macht? Ist das nervig. Hallo. Hallo. Ich bin nett, tu mir nix. Bist du Team B oder Team A? Ich bin wichtig, ich bin Team A. Und du? Ja, das ist jetzt blöd. Nee, ach so, scheiße, nein, ich bin dumm, ich bin Team B, Entschuldigung, wo bist du nochmal? Aha, okay. Ja. Was bist du? Nein, ich bin wirklich Team B. Ich bin nur dumm, Entschuldigung. Ja, dann was war das. Was bist du denn jetzt? Ich bin Team B, aber dann war das ja sehr knapp gerade. Ja. Nein, wir sind Freunde, wirklich, wirklich. Ja, aber jetzt, wo ich weiß, dass du in meinem Team bist, muss ich mir nochmal überlegen, ob ich hier bleiben möchte. Weißt du ja nicht. Hallo, was? Ich habe so lange nicht mehr mit dir geredet. Ich muss dich doch ärgern, sonst vergisst du, wer ich bin. Da
Das tue ich nicht. Vor allem nicht, wenn es so anfängt. Ich muss, glaube ich, jetzt auch leider gehen, mhm. weil... Du bist bevor, in der Sonne. Achtung, du schmorst. Du schmorst. Das, aua. Oh Gott, ich auch. Leute, das wird ein großartiges Projekt. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird ein großartiges Projekt. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Oh, das wird großartig. Ich habe richtig Bock. Aber noch mehr Bock hätte ich, wenn ich irgendwo hier ein Vieh finden würde. Also ein Hirsch oder so. Ich finde halt keinen. Okay, habt ihr eine Idee für mich, wo ich hin muss für Tiere? Ich habe das Gefühl, das mit den Tieren klappt gerade auch deswegen nicht, weil wir alle Tiere jagen und mir wahrscheinlich vor der Nase meine Tiere weggefarmt werden. Kann das sein? Dass das Problem ist? Hallo, ich bin weg. Tschüss. Ja, aber ich brauche keine Knochen. Ich brauche Leder, glaube ich, oder? Boah, ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ach, das werden immer mehr. I see. Okay. Das werden immer mehr. Oh, okay. Das wird vor allem sehr knapp gerade. Oh nein! Sachen wieder aufheben, weil ich im Griff hab, dass ich gestorben bin. Ich würde gern meine Sachen wieder aufheben. Dam, dam, da, dam, 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 da, dam, dam. Wir brauchen einen Death Counter. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist jetzt hier ein Tier, das ich töten könnte. Aber erst Sachen aufheben, bevor die irgendjemand klaut. Baloui. Haben wir schon eine Basis? Ich muss hier ganz kurz durch. Bitte laufen Sie mir nicht hinterher. Wird das jetzt so eine Nummer wie mit dem Riesen in Elden Ring? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich würde ihn aber schon echt gern töten, den Dude. Ich glaube auch, dass ich das schaffe, um ehrlich zu sein. Okay, das war nicht gut. Da wurde ich jetzt ziemlich hart gekockblockt. Ich bin krass. Ich bin krass.
Ich bin so, 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 so krass. Ich bin krass. Ich bin krass. Ich bin so, 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 so krass. Ja, seht ihr mal. Alle, die nicht an mich geglaubt haben. Ich hab den richtig krass gelegt gerade. Ja, 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 ja. Ja. Und jetzt mache ich eine Knochenaxt. Turtle Squad einfach ignorieren. Alles gut. Man stirbt bald an Blutarmut. Hä? Nein. Ich habe doch eine Ratte, die ich hier essen kann. Weißt du? Ich habe hier alles im Griff. Ich habe hier alles im Griff. Wir müssen hier nur noch ein paar Bäume fällen. Und dann passt das alles. Los. Und noch ein Level geschafft. Dann soll ich eine Keule herstellen und Felsen in Stücke schlagen. Auch drei? Ja. Haben wir? Haben wir noch nicht? Haben wir? Haben wir. Wundervoll. Hallo, Miss Sandra. Papier sind echt fast keine Tiere unterwegs. Ja, ich habe einen Hirsch vorhin gesehen. And that was it. So. Ich glaube, ich werde einfach nicht von Tieren leben, sondern von anderen Spielern. Das löst das Problem. Einfach andere Spieler. Ich glaube, das kann ich noch nicht legen, oder? Ja, da ist meine Angriffsstufe noch zu niedrig. Aber das kriegen wir weg. Hallo, Turtle Squad. Und hallo, Miss Sandra. Nice. Nächste Quest erledigt. Baue und interagiere mit einem Schlossherz. Ja. Das heißt, jetzt muss ich im Endeffekt nach meinem Team suchen. Damit ich nicht noch ein Schlossherz baue, vermute ich mal. Achso, ich sollte vielleicht auch mein Schwert nutzen. Okay, wo ist mein Team? Dankeschön, Crypti. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Hallo. Hallo. Großartig. Ah, schön, schön. Es ist wundervoll. Also, okay. Wir machen das jetzt taktisch. Wir laufen zu diesem Anfangspunkt zurück und dann werden wir die schon rausfinden. Also werden wir schon rausfinden, wo die hin sind. Ich würde euch gerne, ich würde mich gerne an dir nähren. Ja. Für gegen meine Blutarmut. Sehr schön. Was ist das? Das tut mir leid. Ich hätte jetzt echt gern geholfen. Aber ich bin hier quasi schon zum Tod gekommen. Also ich sehe auch keine Schuld gerade bei mir. Um ehrlich zu sein. Oh. Team, wo bist du? So, jetzt sind wir wieder in dem Anfangsgebiet. Das können wir eigentlich auch direkt mitnehmen einmal. Hat der Spieler aus Respawn gedrückt, als Pia kam? Ja, sah ein bisschen so aus. Aber ich lasse es auf jeden Fall liegen, weil... Ich lasse es auf jeden Fall liegen. Und dann suchen wir mal. Ich meine, ich könnte sie auch einfach fragen, wo sie sind. Das wäre auch eine Option. Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? Das ist nicht unsere Base, oder? Oh Gott, wieso ist das schon so groß? Achso, Entschuldigung, wie unhöflich. Ist gut so, sonst wird man aufhauen, hä? Das ist ja mega krass, man kann hier klopfen. Und das klingt so mächtig. Das ist hübsch. Schön habt ihr es hier. Hallo, was? Ja, ich bin mächtig. Ich bin der mächtige Brudi. Das meinte ich... Moin. Habt ihr euch gerade geschlagen? Ja, moin. Nee, nee, würde ich nie tun. Ich bin geredet. Ja, Grüße. Ja, ich, oh Gott, ich habe gerade zu viele Sprachsachen auf einmal. Ich mach grad so die ersten Moment, auf jeden ich, Fall. Ich bin gleich wieder hier. Ich werde nur gerade Discord. Genau. Ich bin ja Team B und ich wäre auch bei euch. Das war ja der Hallo. Plan auch. Ja. Moin. Ja, wenn du Bock hast. Sehr es cool. Wurde gerade von den anderen aufgenommen. Wie? Wolltest du nicht bei uns sein? Ja, aber ja. Alter, Holla, wirklich, also... Ja. Ich weiß es nicht, ich hab... Ich hab dich so lieb eingeladen und hab gesagt, fühl dich bei uns wie zu Hause. Und ja, dann wurde dir gesagt, du wurdest ausgesetzt und jetzt gehst du zu den Leuten, die dich ausgesetzt haben. Naja, wer nicht will, der hat schon, ne? Also... Ja, aber... Es hat mir niemand gesagt, wo ihr seid und wo die Base ist. Und ja, dann frag doch! Ja, wir, nee, hat sie. Wir sind nur gerade noch dabei. Was? Das, aber es hat ich, niemand geantwortet. Genau, ich bin auch gerade mit Dalu und Blesk Ingame am Reden und mit euch hier. Okay, also damit ich das jetzt richtig verstanden habe, du nimmst sie jetzt auch noch in Schutz. Ja, nehme ich. Ich nehme generell immer Leute. Warte, Lester, der hat gesagt, er geht nicht mit dir, aber du stehst ja hier, es geht gar nicht. Okay. Ich bin so verwirrt. Wo seid ihr denn gerade, damit ich da dazukommen kann? Du heißt Ingame nur Shoyoka Shoyoka? Nein, ich heiße Vampir. Ah, oh, das ist ja also nicht besser. Bei euch. Holla, also, ich weiß nicht, was dein Herz will. ich hab dich jetzt mal zu uns eingeladen, Pia. B-positiv, das klingt. Genau. Das ist unsere Gilde, heißt B-positiv oder unser Clan. Oder B-positive. Oh, Jesus. Du, no. Hey. Ist ein sehr gutes Wortspiel. Du kannst nach oben rechts kommen. Da ist dieses rote Kreuz. Da bauen wir unsere Base. Oben da rechts, da auch, ist das. Jawohl. Da sind wir alle auch. Kann ich aus dem Haus. Clan wieder raus? Du kannst jetzt, aus dem Clan wieder raus. Und jetzt will sie uns wieder, ne? Also das ist wirklich... Ja, also ich fühle mich nicht geliebt gerade. Hä, was? Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich dich liebe. Das war naja. So mit Gurken... Aber das war trotzdem. Also ja, aber wenn uns nur Hass verbindet, was ist das dann? Wie komme ich hier runter? So. Ah, ich habe Asmugel falsch geschrieben. Nein. So, also wie verlasse ich den Clan? Das muss ja irgendwie gehen. Du musst ich kann ja nirgendwo normalerweise runter. 80% deines Einkommens opfern, dein Erstgeborenes und ja, das ist okay. Genau, Finger. Ich schicke dir den IBAN, wo du das hinschicken musst. Sehr gut, sehr gut. Komm ich dann irgendwo runter? Nein, ich muss dann nach oben. Ja, das kriegst du schon hin. Fight nur nichts, was einen Totenkopf hat und dann passt es. Ja doch, ich habe schon was getötet, was einen Totenkopf hat. Ich bin krass. Ja, das glaube ich dir sogar. Also das glaube ich dir wirklich. Dieses Zögerliche. Glaube ich dir sogar? Wahrscheinlich. And I burn, burn, burn. Baby, burn, burn, burn. Wo muss ich denn zu Beginn hin? Weil ich habe jetzt so... diese Insel abgeschossen, mit jetzt beim Vampir-Durchgangstor. Genau. Sag mir einfach deinen Namen einmal. Also du musst nach unten rechts. Hallo Ranger. Im besten Fall, ne? Okay. Ich bin B. Asmugel. Perfekt. Basmugel, perfekt. Warum haben alle das richtig gemacht mit dem Namen, außer ich? Ja, weil mir war es auch. Ich muss mich auch erstmal auch kurz vorher noch gecatcht, dass man ja ein B vormachen muss. Hallo übrigens. Moin. Hallo. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Normalerweise bin ich jemand, der die Regeln immer ordentlich und anständig liest. Und diesmal... Erkenne ich gar nicht. Perfekt. Hallo, Dalukat. Freut mich auch, von dir zu hören. So, sehr gut. Dann baller ich noch mal ein paar Blutessenzen rein. Wir haben die Basis angefangen schon zu bauen. Ihr könnt aber eure so die ersten Quests von wegen des Gebiets erweitern und so könnt ihr alles noch machen. Dafür ist noch genügend Platz. Könnt dann auch mit den jeweiligen
Gerätschaften. Wenn ich dich gerade hier habe, Dalu, wieder mal mega cool, ne? Projekt und so. Ich muss Jay auch noch. Andere mitgeplant. Also das ist, Dalu kann. Ja, aber also du bist ja ein Teil der Mitplanung. Ich muss mich bei den anderen Teilen der Mitplanung auch noch bedanken. Aber es ist halt einfach geil. Ich bin richtig motiviert. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich auch richtig drauf. Geil. Ich habe auch Bock. Weil ich habe auch Bock. Bin gespannt, was hier so passiert. Ich werde einmal direkt Discord mal starten. Perfekt. Jawohl. Er knistert bei mir nur Pia oder bei euch auch? Nein. Ja, er hatte komische Geräusche gemacht, also Dalu. Nee. Also ich habe das Gefühl, du knisterst. Ich knister? Nee, cool. Ja. Ich hoffe, kann ich mich muten? Hallo, hallo. Knister ich? Knister, knister, knister? Nee, du bist bei mir nicht. Ha, okay. Dann ist das was anderes komisches. Dankeschön, Dumbo, für die 67 Monate und den Tier 3 Sub und Nektardon für den Sub. So gut. Dankeschön, dankeschön. Kann man alles verschieben einfach? Kann man es einfach aufheben? Oder? Genau, du kannst einfach B drücken und dann auf Sachen draufklicken und die rumschieben. Ja, wollen wir dann, das ist mega easy gemacht. Wollen wir dann irgendwie so eine Ecke machen, wo alle die Särge haben? Oder muss da jeder sein eigenes Zimmer später haben? Weil du musst, glaube ich, so einen Raum bauen, oder? Also später also abhängig vom Raum. Hast du ja dann bessere Produktion und so, da musst du dann quasi dedizierte Räume für verschiedene Dinge machen. Okay, dann warten Hallo, wir ich noch. Bin jetzt da! Hey, ja. Und dann hat sie das mit dem Oh, Namen Team V! Team ja, weil ich hab... aber es ist so ein guter Wortwitz, ich war mit dem Wortwitz beschäftigt. Ja, Vampir ist tatsächlich sehr lustig, das stimmt. Das stimmt. Vampir aus dem Team B-Positive. Zu den Särgen auch, Dalu. Du baust später andere Särge. Wir werden später andere Sachen bauen, andere Zimmer bauen müssen und so. Wir können es am Anfang erstmal überall hinsetzen, wo es passt. Und sobald wir dann Steinwände hochziehen und so, können wir uns über Repositioning und so unterhalten. Vorher ist erstmal ein bisschen grind. Der Grind los. Aber ich muss ja jetzt erstmal auch noch mein Schlossherz bauen, ne? Nee, Schlossherz nicht. Das reicht, wenn du interagierst mit dem, wenn du einmal F drückst. Aber du musst Boden setzen. Und das kannst du hier oben aber noch. Also da kannst du easy einfach ansetzen, das passt schon. Oh, geil, geil, geil. Ich bin so froh, dass ich das schon mal selber gespielt habe. Und jetzt nicht komplett blind reingehe. So wie ich meinst du? Ja. So wie du, ja. Hast du es noch nicht gezockt, Angelo? Nee, noch nicht. Ich das ist nicht schlimm. Das ist aber nicht schlimm. Gehen wir schon hin. Also es ist nicht kompliziert, man kommt super schnell rein und es macht unfassbar viel Spaß. Genau. Und auch dem Tutorial zu folgen oben ist halt eigentlich sehr, sehr easy. Und sonst flamen würde ich einfach, das ist auch okay. Ja, ich habe niemals flamen. Ich habe die meiste Spielerfahrung, ich kann alle anderen flamen und das werde ich auch nicht tun. Ich werde euch erst flamen, wenn wir gegenseitig uns challengen. Bart, du bist nach 3 Minuten Ingame gestorben. Weil ich dich retten musste. Schlecht, wenn das so geleakt wird, ne? Weißt du was? Wir battlen nachher den ersten Boss. Jeder Solo? Ja. Dann gucken wir mal. Ich mach das. Guck mal, wer krass ist, aber der macht doch gar nichts. Ja. Ich mach das. Dann, wie sieht's mit dem. Was machen wir denn? Was ist ein guter Solo-Boss? Du brennst, Blesk, du brennst! Alles gut. Guck mal hier. Sunscreen vergessen. So, ich nutze den zum Farmen, warte. Warte mal. Vorsicht. Das Area of Effect. So, perfekt. Wir nutzen den einfach zum Farmen. Ah! Ich hab mich gehauen. Der macht das für uns. Au, 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 ich brenne. Ich liebe den Konter, ne? Das ist so geil. Oh. Der Konter. Naja, der Konter ist richtig cool. Es gibt. Und das ist das Geilste im Spiel, meiner Meinung nach. Oh Gott, das tut weh. Wenn du Bosse machst, erhältst du halt neue Fähigkeiten von diesen Bossen. Und das ist so cool. Ah, nein. Jeder sich halt seine eigene gut. Spielweise praktisch zusammenstellen gut, kann. Nicht gut. Ja. Du brennst gerade, glaube ich. Vom Blutabprallen, was du trinkst. Das muss ich das bei allen machen? Weil ich kann ja immer nähren, ne? Also ich kann ja quasi also auch den Wolf quasi... Ja, aber da musst du jetzt darauf achten, wie die Qualität von dem Wolf, von dem Blut ist. Denn je höher die Qualität des Blutes, desto bessere Buffs bekommst du. Genau. Ich habe zum Beispiel gerade 93% Tierblut, dadurch habe ich halt Schadensreduktion, Gesundheitswiederherstellung und sowas. Ich bin froh, wenn ich einfach was zum Fressen finde. Also ich bin nicht so. Was allergeilste ist, du kannst ja später sogar dir Diener praktisch holen. Und den kannst du Blut abzapfen. Das heißt, wenn du mal einen NPC siehst, der eine 100%ige Blutreinheit hat, kannst du dir den praktisch zum Diener machen und kannst dann immer wieder von dem trinken, sodass du halt immer eine Klasse spielen kannst, die du spielen willst. Das ist ultra ein bisschen, grausam. Bisschen grindy, aber ist sehr, sehr cool. Und es ist sehr grausam, ja. Es ist tatsächlich sehr grausam. Ja, aber 100% ist im Startgebiet ein bisschen selten tatsächlich. Ist wirklich sehr selten. Ja. Aber ich einmal gesehen. Da haben wir schon alle gesagt, das war eher Glück. Gehen wir jetzt zu dem Wolf? Ja. Können wir gerne machen. Wer von euch trackt den?
Ich track den gerade. Ich track ihn auch gerade. Ach, ihr seid schon so weit. Ja, ich nicht. Ich habe mein Zeug noch nicht geupgradet, aber ist auch nicht schlimm. Ich will da mit. Ja, Blutaltar ist dafür. Ihr könnt einfach draufklicken, mein Blutaltar. Ja, ja, ich komm mit. Ich muss. Wobei, ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da, ich will mit, ich will zu der Gruppenveranstaltung, ich will nicht alleine, nicht zur Klassenfahrt. Nur zu viert. Ah, genau. Wir ja, aber ich stehe nur daneben, ich greif's nicht an. Das zählt das? Das werden schon die Regeln. Nee. Aber wir sind ja auch mit dir, glaube ich. Nur vier. Ja, ja, ich hab, meine Mama ja, hat unterschrieben, also dass ich zur Klassenfahrt mit darf. Nimm mich mit. Du darfst schon drauf am Bier, wir sind mit dir vier gerade. Ich hoffe, dass niemand irgendwie die Regeln versucht zu bänden und ich so, nein, das wird schon. Auf gar keinen Fall. Pia zwei Minuten so, hingehen. Kann ich einfach daneben stehen und nicht. Ach, ihr seid schon losgelaufen. Ich bin zu langsam, ich komme. Ja, ja, wir warten vom. Ist das ja nicht das Camp mit, hier ist doch Rufus drin? Ist das nicht hier sogar? Ja, genau. Warte, man kann Gefangene unendlich oft aussagen für die Klasse. Ja, offensichtlich, Leute. Wir lernen gerade also sehr, sehr viel hier. Also du, schon in der Theorie, wenn du die mit gutem Essen fütterst, damit die ne, nicht zu demotiviert sind. Ey, das klingt wie Crusader Kings 3. Reines Blut, Sklaven, füttern, ist super. Aber die kann man auch machen, oder? Die konnte doch nichts. Können wir machen, komm, hier, let's go. Ich bin da. Wir sind nur vier, ich darf mit draufhauen, ja. Vorsicht. Aua. Ey, wie viel entspannter alles, was die das macht, ist. Kann man einfach so, das ist nicht das. Wenn man das zu viert machen kann. Ich musste das alleine machen in meinem ersten Try von dem Spiel. Das war nicht so entspannt. Also zu viert sind die Bosse wirklich deutlich easier als allein. Freeze! Das ist so schön, der Konter, dass du einfach mit dem Konter auch Leben wiederherstellst, ist so angenehm. Das ist das Schöne bei den Blutfähigkeiten. Rein theoretisch könnte man es sogar so machen, dass man im Team einen Healer hat oder so, der mit Heilfähigkeiten spielt und die anderen gehen auf Damage oder so. Oh. Ich würde tatsächlich sogar mal versuchen, einen Spell, der mitspielt oder so, zu spielen. Also jemand, der wirklich viel mit Fähigkeiten arbeitet. Weil ich habe vorher, wie ich vorher gespielt habe, aber ich hätte immer irgendwie so Melee. Trinkt, Kinder, trinkt! Da gibt's immer coole. Ich finde das total schön, dass wir jetzt gemeinsam gegessen haben, wie Mittagessen. Ja. Oh, alle an einem Tisch. Alle aus einer Schüssel. Lecker. Ich muss zu euch ganz unten nach unten rechts, da zu diesem Bichingo oder was? Da wo der Bichingo ist. Dankeschön, Osten, The Fresh Devil für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Da wo ich hier, ich hab da so ein Dings